Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial zur Videobearbeitungssoftware VideoMotion Pro. Ja, herzlich willkommen zu diesem nächsten Tutorial zu VideoMotion Pro. Und heute werden wir uns mit dem Screen Capture beschäftigen. Das heißt, wir werden ein Bildschirmvideo erstellen, wo wir eben unseren eigenen Bildschirm aufzeichnen, wo man etwas vorzeigen kann. Und ja, natürlich werde ich auch hier wieder einen Vergleich erstellen zu Camtasia Studio 8. Und ja, ich bin jetzt hier schon wieder bei VideoMotion Pro drinnen. Also ich habe das Programm geöffnet, diese Software. Und alles, was wir jetzt tun müssen, ist hier auf Screen Capture zu klicken, hier drüben. Da klicke ich jetzt drauf. Dann öffnet mir VideoMotion Pro sofort diese Menüleiste. Jetzt habe ich hier mehrere Möglichkeiten. Entweder eben Screen Capture, dann wird mein Bildschirm aufgenommen. Webcam, dann wird rein meine Webcam aufgenommen. Also da könnte ich mich selber filmen und das dann gleich hier importieren. Hier kann ich noch mein Mikrofon einstellen. Dann nutze ich ganz einfach mein Logitech 50 Euro Webcam Mikrofon, und wenn ich jetzt hier auf Record klicke, dann wird schon mein Bildschirm aufgenommen. Genau das werden wir jetzt machen, und hier muss ich gleich eins dazu sagen: Wenn wir jetzt hier unseren Bildschirm filmen, dann wird mit dieser Einstellung immer der gesamte Bildschirm abgefilmt. Also bei Camtasia Studio kann ich das genau einstellen, welchen Bereich vom Bildschirm ich aufnehmen möchte. Das kann ich wirklich genau dorthin ziehen, wo ich es möchte. Hier wird der gesamte Bildschirm aufgenommen, und ich habe ehrlich gesagt nirgendwo eine Möglichkeit gefunden, das irgendwo zu verstellen. Also das ist eine erste Einschränkung. Ist jetzt kein großes Problem, würde ich sagen. Wenn man es ganz genau nimmt, hat man eben, Sie werden es ja dann auch sehen, wenn ich es Ihnen zeige, unten meine Menüleiste eben auch eingeblendet und so weiter. Das wird alles mit aufgezeichnet, sonst sehe ich da jetzt wirklich kein großes Problem. Also das machen wir jetzt mal. Ich drücke jetzt hier auf Record. Jetzt wird der Countdown runtergezählt, das ist wie bei Camtasia Studio. Und jetzt wird bereits mein Bildschirm aufgenommen. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier aus dem Programm raus. Jetzt bin ich hier auf YouTube. Da habe ich zum Beispiel jetzt mein erstes Tutorial gerade laufen. Da drücke ich jetzt mal auf diesen Button. Es geht um eine Software namens VideoMotion Pro. VideoMotion Pro ist jetzt die Antwort für die Leute, die gerne Okay, also jetzt nimmt das Ganze, also das wird jetzt noch aufgenommen. Mir ist dann auch wichtig, dass Sie hören, dass wirklich eine Tonqualität hier gleich dargestellt wird, denn das ist bei diesen Programmen, das war zum Beispiel beim VideoMaker FX, da habe ich nie richtig einen schönen Ton hinbekommen, wenn ich selbst gesprochen habe. Das werden Sie jetzt gleich hören, dass das hier sehr wohl der Fall ist. Also das war wieder sehr, sehr positiv. Und ja, ich gehe jetzt zurück hier ins VideoMotion Pro, beende diese Aufnahme, indem ich hier auf Stopp klicke. Wenn ich das jetzt gleich mache, werden Sie sehen, dass mein Video, das wir jetzt gerade aufnehmen, also das, was ich jetzt spreche, werden Sie dann noch alles hören, dass das Ganze bereits hier einen Prozess durchläuft, wo man die Prozentanzahl sieht, und dann sehen Sie hier drüben das Video, wo es einfach wieder in diesen Mediabereich reinkopiert wird. Also ich drücke jetzt auf Stopp. Jetzt beginnt der Prozess zu laufen, das sehen Sie hier. Das dauert eben jetzt ein wenig, aber es läuft wirklich völlig problemlos. Und sobald das hier, sobald dieser Prozess eben fertig ist, wird das Video hier drüben schon zur Verfügung gestellt. Dann kann man es in die Timeline runterziehen und wieder bearbeiten, so wie wir das bereits beim letzten Tutorial gemacht haben. Den Beginn kann man dann abschneiden, damit das Video wirklich an der Stelle dann beginnt, wo man auch möchte. Und ja, einige Dinge, die ich jetzt gleich noch dazu sagen möchte, denn es sollen ja ehrliche Tutorials werden. Man kann auch hier, wie es bei Camtasia Studio 8 der Fall ist, dann dieses Zoom- und Schwenk
Das gibt's ja nicht. Also, dass man etwas näher herholt als Nachbearbeitung, dann kann man auch diese Taschenlampe nicht nehmen. Also, dass wirklich nur ein kleiner Bereich ausgeleuchtet wird oder die verschiedenen Stellen abdecken oder so verschwommen machen, das geht hier alles nicht. Also, man muss sich wirklich hier nur darauf konzentrieren, die Bildschirmaufnahme zu machen, so richtig diese Feinheiten, wie es dann Camtasia hat, die gibt es ja nicht, ist, denke ich, aber auch kein Problem, man sollte es nur vorher wissen. Also wenn eine normale Bildschirmaufnahme dann reicht, da kann ich es sehr empfehlen. So, jetzt habe ich schon die Meldung, dass das aufgenommene Medium jetzt zur Bibliothek hinzugefügt wird, das werden wir gleich sehen, ich klicke auf OK, dann diese Toolbar hier, die kann ich jetzt wegklicken. Und hier drüben ist bereits das Video, das wir jetzt abgefilmt haben mit Video Motion Pro. Das kann ich jetzt einfach jetzt hier wieder wie beim letzten Tutorial mit Drag and Drop nehmen, die Timeline runterziehen. So, und jetzt spiele ich das mal gleich ab, dann können Sie das hören. Ich spreche jetzt nichts, also was Sie jetzt hören, ist tatsächlich die Tonqualität, die Video Motion Pro aufgezeichnet hat. Kleinen Moment, ich drücke jetzt auf Play. Camtasia Studio und jetzt wird bereits mein Bildschirm aufgenommen. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier aus dem Programm raus. Jetzt bin ich hier auf YouTube. Da habe ich zum Beispiel jetzt mein erstes Tutorial gerade laufen. Da drücke ich jetzt mal auf diesen Button. Okay, also ich habe es jetzt wieder gestoppt und ich hoffe, ich nehme ja einen Moment, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen blöd, aber ich nehme gerade dieses Video Motion Pro Tutorial mit Camtasia auf, denn ich kann mich ja nicht mit Video Motion Pro aufnehmen, wenn ich das abfilmen mit Video Motion Pro filmen möchte. Ich hoffe, das ist jetzt verständlich und durch dieses zweite Medium kann es jetzt sein, dass es im Video vielleicht sogar ein bisschen rauscht, aber ich nehme das jetzt live auf und habe es mir auch live jetzt angehört und da klang das wirklich ganz, ganz toll. Also da kann man, das ist eine tolle Qualität für so ein günstiges Programm. Da bin ich sehr begeistert. Ja, man kann dann, wie wir das schon im vorigen Tutorial gemacht haben, den Anfang hier abschneiden, denn es wird aufgezeichnet, sobald Sie diesen Record-Button klicken. Das heißt, Sie sehen auch den Anfang mit der Toolbar jetzt noch hier drauf. Das schneidet man dann einfach ab. Ich ziehe das Ganze jetzt mal hier wieder ein bisschen rüber. Okay, hier ist es schon weg. Ich mache das jetzt natürlich nicht ganz genau. Ich ziehe jetzt einfach hier wieder diesen Schieber rüber, klick noch einmal hier rein, Schere und dann ist es schon weg. Jetzt klicke ich noch einmal auf Escape. So, jetzt ist der Regler wieder als Gesamtes und jetzt, wenn ich hier die Timeline zurückziehe, dann habe ich den Beginn da, wo ich ihn haben möchte. Also das funktioniert ganz, ganz klasse und das war es jetzt auch schon zu diesem Tutorial zum Screen Capture. Das ist eines der Hauptpunkte, die man damit hier machen kann. Und ja, vielleicht eins noch zu sagen, man kann sehr wohl das Video dann hier größer und kleiner machen. Das ist überhaupt kein Problem, das kann man so hinziehen, wie man es möchte. Aber was nicht geht, Sie können zum Beispiel nicht einen Bereich hier runter komplett wegschneiden und dass dieser Teil hier drüben unverändert bleiben wird. Also das funktioniert wieder nicht. Das ist wichtig, dass ich jetzt gleich noch sage. Und ja, das war es jetzt wirklich zu diesem Tutorial. Wenn Sie es kaufen möchten, diese Software, also ich kann es empfehlen. Und ja, das können Sie machen, wenn Sie einfach auf den Link unter diesem Video klicken, dann kommen Sie zur offiziellen Verkaufsseite. Da kann man sich dann auch noch einige Tutorials ansehen. Die sind dann zwar auf Englisch, aber hier wird schon einiges gezeigt, wie toll auch diese Software funktioniert. Und ja, eben auf den Link unter dem Video klicken, dann können Sie es kaufen. Gut, dann freue ich mich auf das nächste Tutorial und dort werden wir uns dann wieder sehen und hören. Bis dann!